Herzlich willkommen zu dem Fachvortrag in Kooperation der Oculus GmbH und der OptiSwiss. Wir stehen heute zu zweit da, halten nacheinander einen Vortrag. Andreas Schartner, Vertriebsleitung Deutschland, Head of Sales. Und noch ein paar andere Länder, hat er mir noch gesagt. Genau. Ich bin Produktmanager für den Myopia Master und halte heute einen Vortrag über das Produkt. Wer eben schon dabei war bei dem Vortrag über das Myopie-Management, ich greife das ein bisschen auf, aber jetzt geht es vor allem um das Thema, dass wir eine Kooperation haben, wo die Brillenglas-Technologie die Messtechnologie trifft oder andersrum betrachtet. Und darum geht es heute. Das heißt, wie kann ich mit dem Myopia Master am Ende auch ein Produkt generieren, wie zum Beispiel ein Brillenglas. Ja, was Sie hier sehen, das ist unser Gebäude. Das ist unser Hochregallager, das ist da haben wir einen Weltrekord dafür, das ist immer im Guinness-Buch gelistet. Der größte Sehtest der Welt. Sie sehen hier die Landaldringe und man kann in ein paar Kilometer, 1, 2, 3 Kilometer Abstand, kann man auch den Sehtest durchführen. Und ja, das ist unser Gebäude und die Firma Oculus gibt es auch schon relativ lange, angefangen 1895, so rum. Dann passt es mit den Zahlen und hat angefangen mit verschiedenen optischen Geräten. Das heißt, wir waren da schon immer tätig in diesem Bereich. Und das innovativste Produkt, das neueste Produkt, nicht innovativste, aber das neueste Produkt ist der Myopia Master, was wir auf den Markt gebracht haben. Ich will kurz ein bisschen erzählen, wie es dazu auch gekommen ist. Ja, die Motivation für eine Innovation ist hier das Stichwort. Wie kommen wir an diese Stelle, dass wir sagen, so, wir bauen jetzt ein Produkt für diesen und diesen Markt und warum sehen wir hier das Potenzial? Und da möchte ich drei Stichpunkte eigentlich dazu angeben. Einmal ist es hier ernsthafte Augenerkrankungen. Das heißt, wenn ich erkennen kann, dass es im Feld ernste Augenerkrankungen gibt, die daraus resultieren und ich das messen kann, dann ist es auf jeden Fall schon mal eine Motivation. Das zweite ist eine steigende Prävalenz, das heißt eine Zunahme von dieser Augenerkrankung, das pusht natürlich auch nochmal das ganze Thema. Und Punkt 3 ist, gibt es Behandlungsmöglichkeiten? Und das Ganze jetzt bezogen auf das Myopie-Management stellt man fest, alle drei Sachen sind gegeben. Das heißt, wir haben eine steigende Prävalenz, wir haben ernsthafte Augenerkrankungen, die dann später resultieren können und es gibt Behandlungsmöglichkeiten dazu. Und das zeigt natürlich, ja, da braucht man ein Diagnostikinstrument, mit dem man das Ganze untersuchen kann. Und wie Sie vielleicht auch alle schon wissen, ist die Achslänge das Tool eben, um das zu tun. Und da haben wir festgestellt, ja, Achslängenbiometer gibt es zwar auf dem Markt, aber nicht konzipiert fürs Myopie-Management. Und daraus ist eben das Produkt entstanden, der Myopia Master. Ich gehe auf diese drei Punkte ein. Ernsthafte Augenerkrankungen. Was gibt es da alles? Häufige Läsionen. Hier eine Studie von Kindern mit 8,41 Jahren im Durchschnitt, plus minus 1,6 Dioptrien. Diese Kinder wurden untersucht und man hat Veränderungen am optischen Nerv festgestellt bei jedem zweiten Kind. Man hat auch helle periphere Netzhautstellen festgestellt, auch bei jedem zweiten Kind. Periphere retinale Ausdünnung und Pigmentdegeneration ebenso. Das bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie schon eine Pathologie hat, also eine Augenerkrankung. Das bedeutet einfach nur, dass man eine Veränderung festgestellt hat bei hohen Kurzsichtigkeiten. Und das zeigt uns natürlich, dass eine Augenerkrankung entstehen kann und der Schwellenwert dafür sind eben die 26 mm Achslänge, wo man sagt, jetzt wird es kritisch, da muss man jetzt regelmäßig untersuchen. Vorher natürlich auch, das ist natürlich schleichend und nicht mit einer harten Kante. Ja, die Prävalenz, das ist eine ganz bekannte Studie vom Brian Holden Vision Institute und die sagt, dass im Jahr 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein wird. Und wenn man das sich so anschaut, dann sieht man auch die einzelnen Balken hier. Der linke ist immer vom Jahr 2000, der rechte ist vom Jahr 2050. Dann sieht man diesen Anstieg hier. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in allen anderen Kontinenten auf der Welt. Überall sieht man diesen Anstieg. Und das zeigt natürlich auch, ja, das wird auch noch mehr an Prävalenz oder die Prävalenz wird natürlich zunehmen. Ja, und dann
gab es dann das Produkt oder die Produktidee des Myopia Masters. Und hier habe ich ihn mal dargestellt. Wir haben hier vorne auch das Produkt. Wer sich dafür interessiert, wir können nachher gerne Testmessungen machen, einfach melden. Und die Besonderheit des Produkts ist die Kombination der Messtechnologie. Natürlich einerseits, wie ich es eben gesagt hatte, wir wollen die Achslänge verwenden und einbauen. Wir wollen die Refraktion einbauen und wir wollen auch mit der Keratometrie arbeiten. So, und das ist die Messtechnologie und das habe ich jetzt auch mal hier dargestellt. Hier rechts haben wir einen Strahlengang eines Keratometers, hier oben haben wir einen Strahlengang eines Refraktometers und hier unten haben wir einen Strahlengang, warum springt das immer weiter, einen Strahlengang eines PCI, also eines Achslängenmessgeräts. Und diese ganze Technologie steckt hier in diesem relativ kleinen Gerät drin. Ja, warum ist die Achslänge so wichtig? Hier habe ich mal dargestellt, was die Achslänge auszeichnet. Wir haben nämlich eine extrem hohe Genauigkeit. Eine Dioptrie bedeutet 0,4 mm, kann man ungefähr umrechnen auf die Achslänge. Das heißt, wenn ich jetzt eine Achslängenänderung von 0,4 mm Achslängenwachstum habe, gehe ich davon aus, dass eine Dioptrie Kurzsichtigkeit sich entwickelt. So die Faustformel. Jetzt habe ich eine Studie hier unten rausgesucht. Wiederholbarkeit der objektiven Refraktion bei Kindern. Wenn ich jetzt die Refraktion messe, stelle ich fest, dass die Wiederholbarkeit bei 0,57 Dioptrien ist. Das entspricht mit dieser Faustformel hier oben umgerechnet ungefähr 0,23 mm Achslänge. Wenn ich jetzt aber die Achslänge messe, das sind dann 0,02 mm Wiederholbarkeit mit dem Myopia Master, das würde eine Refraktion von 0,05 mm bedeuten. Das heißt, ich kann extrem genau messen. Und jetzt ist die Frage, warum muss ich so genau messen? Ganz klar, um eine Progression sehen zu können. Ich muss ja immer wissen, ist das jetzt ein Messfehler oder ein Messrauschen oder ist das jetzt eine tatsächliche Progression? Wenn ich jetzt weiß, der Messfehler ist oder dieses Rauschen ist so gering, kann ich eben so eine Progression auch sehr, sehr schnell feststellen. Und genau darum geht es im Myopie-Management. Und jetzt kommt nämlich ein ganz spannender und interessanter Teil. Und zwar, die Optisvis war bei uns zu Besuch, hat das Produkt gesehen und hat gesagt, da könnten wir doch noch im Grunde was anderes draus machen, könnt ihr damit auch den Augendrehpunkt berechnen? Da haben wir überlegt und haben festgestellt, ja, das geht sogar. Basierend auf der Achslänge und mit allen anderen Parametern, die wir hier messen, können wir wirklich den Augendrehpunkt berechnen. Und zwar in einer sehr, sehr hohen Genauigkeit. Und das sieht man hier nämlich auch. Da sind wir nämlich nicht schlechter in der Augendrehpunktberechnung. Und das ist natürlich war eine Steilvorlage für eine Zusammenarbeit. Und deswegen stehen wir jetzt hier und präsentieren das Ganze. Ich springe hier mal ein bisschen drüber. Der Augendrehpunkt. Hier mal dargestellt, was es eigentlich ist, was es bedeutet. Es ist ein bisschen technisch dargestellt mit einem Brillenglas vorne dran. Der Augendrehpunkt ist das hier. Und zwar ist es der Punkt, der sich quasi örtlich nicht bewegt, wenn ich das Auge oder wenn ich Blickbewegungen mache. Und dann stellt man sich da einen Punkt vor. Wir wissen alle, das ist nicht ganz genau ein Punkt, aber wir gehen in unserer Theorie letztendlich davon aus und nehmen den Punkt, wo wir davon ausgehen, dass sich da am wenigsten verändert. So, dann gibt es den Wert oder diese Größe B-Sternchen. B-Sternchen betiteln wir als Abstand zwischen der Vorderfläche der Hornhaut und dem Augendrehpunkt. Dann gibt es den Wert B-Strich, das sagt Ihnen wahrscheinlich auch was, Augendrehpunkt. Das geht dann von dem Brillenglas, von der Brillenglasrückfläche bis zum Augendrehpunkt. Und den HSA, den kennen Sie mit Sicherheit, das ist Vorderfläche Hornhaut bis zur Rückfläche des Brillenglases. Und Sie sehen auch, dass sich HSA und B-Stern quasi zusammen in B-Strich oder B-Strich ergeben. So, das mal zur Theorie. Wie machen wir das jetzt, das Ganze? Ist eigentlich relativ simpel. Wir haben den Myopia Master, wir haben hier drei verschiedene Messungen, die wir durchführen, die auch alle eine Rolle spielen für die Berechnung des Augendrehpunkts. Das heißt, wir schmeißen die im Grunde in ein Auge rein und kriegen somit den Augendrehpunkt. Und nochmal, damit man sich es ein bisschen besser vorstellen kann, das Auge, wenn sich es bewegt, ist das der Punkt, der quasi an derselben Stelle bleibt. Ja, wie genau, beziehungsweise wie genau der Parameter ist, hatte ich ja eben schon erklärt. Aber jetzt ist die Frage, brauchen wir den Parameter überhaupt und wie variiert dieser Parameter? Hier mal eine Studie, die wir gemacht haben, beziehungsweise einfach eine Datensammlung und haben festgestellt, ja, Eye Rotation Center ist der Augendrehpunkt hier auf der Y-Achse.
Die Werte gehen von 17,2 haben wir hier bis 10,5 ungefähr. Das heißt, ja, es gibt schon einen sehr, sehr breiten Bereich. Man muss das eigentlich berücksichtigen. So, nächster Punkt ist, ja, was, wenn ich eine Korrelation bilde mit der Refraktion? Sage, ja, gut, ich weiß ja, minus 5, also Kurzsichtigkeit hat natürlich einen größeren Augendrehpunkt, also von der Zahl her, als jetzt eine kleine Refraktion. Und da würde man dann feststellen, ja, wenn man jetzt bei minus 2 guckt, was so eine Standard-Kurzsichtigkeit ist, dann stellt man trotzdem fest, dass die Varianz hier bzw. die Schwankung zwischen 12 und 16,5 liegen. Das heißt, wir müssen es messen, um da wirklich was optimieren zu können. Und dann reicht das nicht, auch Korrelation anzunehmen. Und das sieht man hier in dieser Darstellung ganz deutlich. Wir haben so ungefähr 1200 Messungen hier gemacht. Ja, warum ist das Ganze jetzt so entscheidend für die Brillenglastechnologie? Das wird gleich der Andreas Schadner erzählen. Aber jetzt noch kurz vorweggegriffen zur Fehlerkumulierung, weil man ja immer hört, ja, jetzt optimieren wir hier einen Wert auf 0,02 mm genau. Ja, dann messe ich den HSA noch dazu, dann habe ich hier noch einen Fehler und da noch einen Fehler. Das brauche ich doch gar nicht so genau zu machen. Nein, das ist eben nicht richtig, weil mit jedem Fehler, den ich einbaue, habe ich eine Fehlerkumulierung im Grunde. Und wenn ich diese Fehler aufeinander rechne, dann habe ich am Ende, wenn es dumm läuft, einen relativ großen Fehler. Natürlich können die sich auch wieder kompensieren, aber wenn es halt, es ist quasi wie Roulette spielen. Also man weiß eigentlich nicht so richtig, was dann passiert. Und das wollen wir eben hier feststellen und sagen, nee, wir messen das, wir sind dazu in der Lage. Und hier mal ein Beispiel zur Fehlerkumulierung, was die OptiSwiss bzw. das Brillenglas halt auch anbietet. Ich hatte eben von HSA gesprochen, das ist natürlich ein Messwert, den man ordentlich ermitteln muss. B' hatte ich eben erklärt. Aber wichtig ist, dass wir jetzt kurz wissen, was hier quasi gemacht wird. Wir schauen uns die obere Zeile an. Wir haben die tatsächlichen Parameter. 10 mm HSA haben wir. In Wirklichkeit, angenommen, wir wüssten das wirklich, 12,5 B-Sternchen und Delta HSA minus 0,5. Kommen wir auf einen B-Strich von 22 mm berechnet. So, wenn ich jetzt keine biometrischen Daten habe und gehe von Gullstrand aus, messe auch noch einen Millimeter falsch beim HSA, kann ja immer passieren. Ja? Dann habe ich 11 mm, mein B-Strich bei Gullstrand ist 13,5, Delta HSA berücksichtige ich nicht. Und dann bin ich bei 24,5 B-Strich. Das ist ein Delta von 2,5 mm. Ja? Wenn ich jetzt aber das B40 Biometrics nutze, dann habe ich eben diese Optimierungsmöglichkeiten und sehe, ja, den Fehler des HSA mache ich trotzdem noch, auch wieder gleiche Strecke, also 1 mm. Und B-Sternchen, 12,5, machen wir richtig. Und Delta HSA minus 0,5 machen wir auch richtig. Dann haben wir eben hier nur ein Delta von 1 mm. Das heißt, diese Fehlerkumulierung wird dann einfach runtergerechnet, ist einfach nochmal besser und dadurch erreichen Sie wirklich einen sehr, sehr genauen Parameter für das Brillenglas am Ende. Ganz genau. Wie wähle ich das Brillenglas aus? Was kann ich dazu nutzen? Jetzt schauen wir hier mal in ein Modul, was der Myopia Master anbietet, und zwar das Gullstrand-Modul. Und zwar hatte ich ja eben schon Gullstrand mal kurz in den Mund genommen. Gullstrand ist ein Normauge. Und dieses Normauge wird verwendet, wenn man eben keine Messparameter hat. Dann muss man davon irgendwas ausgehen und dann nutzt man eben das Gullstrand-Auge. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Refraktion nutze und sonst nichts, dann habe ich jetzt hier minus 7 Dioptrie, minus 4,47 Dioptrien auf dem rechten Auge und auf dem linken Auge 7,13 Dioptrien. Und das ist eigentlich alles, was ich weiß, meine Gesamtrefraktion. Ja, das Gullstrand-Auge bietet noch ein bisschen mehr. Und zwar zerlegen wir jeden einzelnen Parameter im Auge, das heißt die Achslänge, Kornea und kristalline Linse, in die jeweilige Brechkraftänderung immer im Vergleich zum Gullstrand-Auge. Bedeutet, wir sehen, woher die Kurzsichtigkeit kommt. In diesem Fall sehen wir, dass es hauptsächlich von der Achslänge kommt, vor allem sogar noch deutlich größer ist von der Achslänge. Das heißt, wenn ich die individuell gemessene Achslänge ins Gullstrand-Auge einsetze, komme ich auf eine sehr, sehr große Kurzsichtigkeit in Brillenglasebene. Und bei der Kornea ist es so, in diesem Fall kompensiert sie dieses Ganze. Und die kristalline Linse trägt nur einen geringen Teil zur Kurzsichtigkeit bei. So. Das ist eine tatsächliche Messung auch hier, das ist jetzt kein Beispiel. Wenn ich jetzt ein Brillenglas optimieren möchte und dann halt verschiedene Parameter
dann individuell einsetze, dann fragt man sich, ab wann macht das denn eigentlich Sinn? Naja, wenn man hier größere Abweichungen hat, das heißt, wenn hier jetzt wirklich eine große Achslänge da ist, dann geht man davon aus, dass der Augendrehpunkt auch dementsprechend größer ist und dann sollte man halt auch ein individuelles Brillenglas nehmen. Da kann man dann sich Grenzen festlegen. 2 Dioptrien ist immer ein ganz guter Wert, den wir dann halt auch immer ganz nutzen können. Und da sehen wir, dass sogar 2 Parameter hier drüber sind. Der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Und aufgrund dessen sollte man dann schon hergehen und sagen, nee, ich nutze jetzt quasi den Augendrehpunkt, um eben diese ganze Geschichte ausgleichen zu können. Ja, und das ist dann das Produkt zwischen Myopia Master und der OptiSwiss. Und zwar das neue B40 Biometrics. Und an der Stelle möchte ich dann auch gleich übergeben. Noch eine kurze Zusammenfassung der Folien. Und zwar haben wir verschiedene Anwendungen, nicht nur natürlich die Kooperation, sondern ich hatte es am Anfang angesprochen, wir bieten auch das Myopie-Management von A bis Z an mit einer Softwarelösung und wir machen auch die refraktive Analyse des Gültstandauges. All das deckt der Myopia Master ab. Hier möchte ich übergeben an Andreas, der auf die Brillenglastechnologie noch ein bisschen besser eingeht. Ja, ich darf ihn noch mal kurz vorstellen, Andreas Schartner, komme von der OptiSwiss AG und bin in meiner Funktion zuständig, eben als Head of Sales zuständig für Deutschland, Dänemark und die Niederlande. Und ja, ich habe Ihnen hier mal unsere Welt mitgebracht, um hier einzusteigen. Und tatsächlich ist das hier die Welt der OptiSwiss. Und Sie sehen schon, es gibt ganz viele Bereiche der OptiSwiss, ganz viele Elemente, die man hier darstellen kann. Und natürlich, die Zeit würde heute hier nicht ausreichen, um auf alles einzugehen. Und wie auch der David schon gesagt hat, ist natürlich unser Hauptthema heute biometrische Brillengläser. Das möchte ich Ihnen auch im Detail vorstellen. Ich habe mir aber erlaubt, auch, Sie wissen, ich bin nicht im Produktmanagement, sondern ein Vertriebsleiter und habe mir natürlich auch gedacht, ein bisschen über OptiSwiss zu erzählen, beziehungsweise auch über unser Exklusivkonzept als drittes Element Ihnen das anzubieten, darzustellen. Übrigens einzigartig in der Glasindustrie. Das möchte ich heute ganz gerne tun. Bevor ich jetzt so richtig losstarte, darf ich so in die Runde fragen, wer von Ihnen ist denn Fachoptiker? Wer ist denn ein Fachhändler? Wenn Sie vielleicht kurz die Hände heben, Sie auch. Sehr gut, ganz viele. Das ist insofern sehr wichtig, denn alles, was wir Ihnen heute zeigen, ist ausschließlich für den Fachhandel gedacht. Ich möchte beginnen, unser Unternehmen OptiSwiss vorzustellen. Und gegründet wurde OptiSwiss vor 85 Jahren und es wurde gegründet von 2 Basler Augenoptikern. Und jetzt, wenn man so zurückblickt mit 85 Jahren, dann ist es so, es waren natürlich weltpolitisch herausfordernde Zeiten. Und diese 2 Augenoptiker haben sie zur Aufgabe gemacht, die Schweiz weiterhin mit hochwertigen Brillengläsern zu versorgen. Das war unser Startschuss. Und wenn man jetzt so auf die Jahre und Jahrzehnte blickt, dann ist es sicher so, dass ja in einem Unternehmen wahrscheinlich lustige und weniger lustige Zeiten stattfinden. Das ist einfach so. Und erwähnen möchte ich auch noch, wir haben ganz viele Jahre auch in der Zeiss-Gruppe verbracht, im Zeiss-Konzern verbracht und sind jetzt seit 2015 100% eigenständig, 100% unabhängig als Unternehmen OptiSwiss. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, was bedeutet denn das unabhängig, dann würde ich Ihnen sagen, jeder Schweizer Franken, den wir einnehmen, den bestimmen wir auch selbst, für was und wie wir diesen ausgeben. Zu unseren Werten oder auch hier nur einen Bereich schon herausgenommen, das ist das Swissmade. Und das bedeutet für unser Schweizer Unternehmen natürlich sehr viel, denn dieses Swissmade, das ist zum einen für den Augenoptik die Sicherheit, hochwertige Produkte zu verkaufen. Und wenn der Kunde mal fragt, ja, na, was ist denn das für ein Brillenglas, dann ist es in jedem Fall ein OptiSwiss, ein Markenglas, ein Swissmade-Glas. Und es ist sicher mit positiven Attributen, vielleicht wie Langlebigkeit, Qualität und so weiter verbunden, sicher ein hochstehendes Produkt. Wenn man Swissmade von einer anderen Seite noch betrachtet, dann könnte man natürlich auch Nachhaltigkeit ins Spiel bringen. Ich meine, wir haben unsere Produktionsstätte in Basel, wir haben nur die eine, es gibt keine andere. Das heißt, wir produzieren alles in Basel,
am Dreispitz, geografisch gesehen ungefähr 2 Kilometer von uns entfernt, ist die deutsche Bundesgrenze, damit natürlich auch ein nachhaltiges Unternehmen, wir haben kurze Wege. In dem Zusammenhang auch noch gesagt, wir sind sehr schnell, das bedeutet, wir produzieren im Dreischicht mit 250 Mitarbeitern in Basel und haben eine sehr kurze Lieferzeit, für die wir auch schon ausgezeichnet wurden. Sie verfolgen mich mit der Kamera, wenn ich hüpfe. Ich würde jetzt wieder darüber gehen. Dann steigen wir ein im Produkt. Ich habe Ihnen ja gesagt, das Hauptthema ist sicher Biometrics und das wollen wir jetzt auch im Detail durchgehen. Vielleicht eingehend noch zu unseren Produkten, 100% Swissmade. Wir sind ein Vollsortimenter. Das bedeutet, Sie bekommen bei uns alle Brillengläser, alle Indizes, alle Ausführungen. Das so auch noch erwähnt. Genau. Starten wir hinein mit Biometrics. Also Brillenglas trifft Messtechnologie. David, du hast es ja schon treffend formuliert. Eine hervorragende Zusammenarbeit mit Oculus macht es möglich, eben auch Messtechnologie oder exaktere Messtechnologie in unsere Brillengläser, mit unseren Brillengläsern zu verbinden. Und was bedeutet jetzt Biometrics oder wo liegt denn der Unterschied von biometrischen Gleitsichtgläsern zu anderen hochwertigen Gleitsichtgläsern? Natürlich in den Parametern, in den biometrischen Parametern, und wir verwenden dazu die Augenbaulänge, und aus dieser exakt gemessenen Augenbaulänge wird der Augendrehpunkt errechnet und wir messen noch den Pupillendurchmesser. Ich werde jetzt ein bisschen genauer und im Detail darauf eingehen. Bei der Augenbaulänge ist es eben so, die differiert ungefähr um 7,5 mm. Was ist bei uns extrem wichtig bei der Länge? Einfach, dass wir aus dieser exakten, also David, 0,03 Millimeter genau wird mit dem Myopia Master die Länge gemessen. Habe ich so? 200. Genau, danke, super, noch genauer, ist mir recht. Und daraus errechnen wir den, in der Kooperation mit Oculus den Drehpunkt. Und das hattest du auch schon, die Länge exakt definiert, Vorderfläche, Hornhaut bis zum Pigmentepithel der Retina. So wird es bemessen. Und hier sehen wir auch schon den Augendrehpunkt, eben exklusives Ergebnis aus unserer Kooperation. Und der ist entscheidend wichtig. Hier sieht man nochmal das normalsichtige Auge bzw. das kurzsichtige Auge. Und man sieht einfach hier in der Darstellung, die Strecken, B-Stern haben wir das vorher genannt, sind natürlich deutlichst unterschiedlich. Auch ein schönes Punkt, das wäre ein Echtschnitt. Und bei der Augenauslenkung sieht man auch, dass sich der Drehpunkt hier rot eigentlich kaum verlagert oder vielleicht ein bisschen. Ja, Sie schmunzeln, es ist ganz lustig anzuschauen, aber der Drehpunkt bleibt recht exakt, das soll das hier aussagen. Ich gehe weiter zum Pupillendurchmesser. Beim Pupillendurchmesser, was man hier an der Grafik sieht, das ist zum einen, dass der Pupillendurchmesser im Alter abnimmt. Also im Alter bekommen wir alle gesamt eine kleinere Pupille. Und generell ist es so, dass die Pupillengröße zwischen 2 und 9 mm variiert, irgendwo dort dazwischen. Und dass wir sozusagen eine Durchschnittspupille haben am Tag bei normaler Leuchtdichte. Was machen wir in der OptiSwiss mit diesem Wissen? Wir können die Designs anpassen. Das bedeutet, nehmen wir ein Beispiel. Das bedeutet hier in dem Fall, eine kleinere Pupille würde hier in diesem Beispiel störende Astigmatismen an der Seite überhaupt nicht merken, weil die nicht abgebildet werden. Bei einer größeren Pupille hier würde schon ganz klar der Asti an der Seite, der störende, der würde hier schon zu Buche schlagen. Und was machen wir? Wir ändern unser Design auf die Durchschnittspupille oder adaptieren das, optimieren das bestmöglich. Und das zweite Thema ist, wir steuern dadurch auch den Wirkungsanstieg, also wie schnell geht es mit der Progression los. Dann haben wir hier das Thema Augendrehpunkt und wir unterscheiden ja zwei, den optischen und den mechanischen. Und das macht tatsächlich für unsere Berechnung der Gläser wenig aus, weil wie man hier sieht, diese zwei Drehpunkte auf einer Ebene liegen. Und entscheidend für die Produktion der Brillengläser ist B'. Das ist B' plus HSA. Dieses B', das ist vom Scheitelpunkt des Brillenglases
bis zum Zentrierpunkt des Auges. Tatsächlich ist es so, in der Freiformtechnologie wurde bislang immer diese 13,5 mm für die Berechnung aller progressiven Flächen und auch aller anderen Freiform produzierten Brillengläser herangezogen. Und jetzt können wir erstmalig durch die exakte Messung von Oculus tatsächlich den richtigen Wert für die Produktion der Brillengläser verwenden. So, das war das Beispiel von David vorhin. Und zwar haben wir hier den Delta HSA, den berücksichtigen wir noch zusätzlich. Das wäre ein Planglas. Die Messung des HSA basiert auf die, ich sage jetzt dazu, Nutenstrecke. Also das heißt, wenn man jetzt sozusagen von der Nut zur Nut eine Gerade zieht, auf diesen Wert messen alle Videozentriersysteme. Und wenn jetzt das Brillenglas etwas mehr durchgebogen ist, auch hier in unserem Beispiel Planglas, ergibt sie eine HSA-Differenz an diesem Beispiel von 2,3 mm. Das kann man sich natürlich denken, stärker Hyperope, Brillenglas noch stärker durchgebogen, wird natürlich auch diese Strecke größer. Hier sehen wir noch einmal den Myopia Master selbst. Ich will kurz durchgehen. Ich glaube, das haben wir vorher auch schon, angegangen. Objektive Refraktion wird gemessen. Wir messen mit dem Myopia Master die Augenbaulänge, errechnen daraus ganz exakt den Augendrehpunkt, nur für Biometrics. Pupillendurchmesser haben wir besprochen. Und was das Gerät auch misst, sind die zentralen Hornhautradien. Hier sieht man noch einmal die biometrischen Parameter. Wichtig ist mir hier zu sagen, wir verwenden für die Bestellung der Brillengläser subjektive Refraktionsdaten. Ihr Wissen ist gefragt, Sie machen die Refraktion und somit fließen alle Parameter plus Ihre subjektive Refraktion in die Erstellung der Brillenglastopographie und in späterer Folge natürlich für Ihren Kunden ein hervorragendes Ergebnis, nämlich ein gutes Gleitsichtglas. Das mit den Bubbles hier, das ist eine Zusammenfassung unseres Gesamtkonzepts Biometrics. Und was ich eingehend noch nicht gesagt habe, Biometrics ist sehr erfolgreich. Wir sind mit den biometrischen Gleitsichtgläsern im Oktober letzten Jahres gestartet. Das läuft hervorragend gut. Die Kundenreflexion ist perfekt. Und wir haben uns entschieden, noch dieses Jahr auch das Produktportfolio auszubauen. Und wir werden auch Nahkomfortgläser anbieten, Relaxgläser anbieten, Einstärkengläser anbieten, um einfach in diesem Bereich Biometrics, also High-End-Brillengläser, ich sage es jetzt mal so, ein Gesamtportfolio anzubieten. Jetzt war ich zu schnell. Eins möchte man noch herausnehmen, Ihre Mehrwerte, eine perfekte Differenzierung für Sie als Augenoptiker, das ist hier gewährleistet und ein reines Fachhandelskonzept. Das bedeutet, dieses Konzept, diese Kooperation mit Oculus, das wird es bei keinem Kettenbetrieb geben. Es ist ein reines Fachhandelskonzept. Das möchte ich hier auch noch ganz kurz ansprechen. Und zwar mit dem Myopia Master können Sie auch alle Kunden mit IOL-Linsen messen und versorgen. Das bedeutet, Sie können auch für diese Kunden, für diesen Kundenkreis ein hochwertigstes Gleitsichtglas anpassen. Das ist bei anderen nicht möglich. Was denken Sie, wie viele Operationen in Deutschland im Jahr IOL durchgeführt werden? 680.000. Ich habe 700.000 im Hinterkopf, trifft es ganz genau. Es ist schon interessant, jedes Jahr in Deutschland 680.000 Operationen. Spannend, spannend. So, und jetzt komme ich zum dritten Element, das ich heute in unserer Runde noch vorstellen möchte. Das ist unser Exklusivkonzept. Das ist einzigartig in der Glasindustrie und werde Sie jetzt mal so durchführen. Was macht die OptiSwiss im Exklusivkonzept? Wir beliefern ausschließlich Fachhändler. Was bedeutet das für Sie? Für Sie bedeutet das, Sie haben die Sicherheit, OptiSwiss beliefert keine Ketten und beliefert auch keine Discounter. Definitiv nein. Augenoptiker, die sich entscheiden, mit uns exklusiv zusammenzuarbeiten, bekommen diese Exklusivität, diesen Gebietsschutz, wie wir das nennen.
Das bedeutet, wenn Sie sich heute für die Optiswiss als Lieferanten entscheiden, dann bekommen Sie von uns Gebietsschutz. Das bedeutet, in Ihrer Region und auch in Ihrem Einzugsgebiet gibt es keinen weiteren Lieferanten oder keinen weiteren Kunden, so ist es richtig, der Optiswiss Gläser hat. Das bietet Ihnen ganz viel Sicherheit, denn wir wollen mit Ihnen wachsen und erfolgreich werden in der Zukunft. Limitierung der Betriebsstätten auf 800 in ganz Deutschland, das ist unser Konzept. Jetzt werden Sie sich fragen, warum will der nur 800 Kunden haben? Ich möchte es so beantworten, Klasse statt Masse. Und wenn man sich Deutschland so topografisch anschaut, dann ist es so, vielleicht auch noch als Herleitung und Erklärung, in Deutschland gibt es 701 Städte größer 20.000 Einwohner. Und für uns ist mit dieser Größe von 800 wirklichen Partnern der Optiswiss aus dem Fachhandel, ist dann auch das Quantum erreicht. Denn sonst würden wir ja wieder Konkurrenz aufbauen, das wir nicht wollen. Transparente Preispolitik. Wir bieten für Exklusivkunden ein transparentes Preismodell, das ist für jeden Partner einsehbar und es ist immer am tatsächlichen Umsatz berechnet. Das bedeutet, jeder bekommt das Gleiche, super top Konditionen, je nach Jahresabschluss noch zusätzliche Boni, gestaffelt nach Umsatz mit einer exakten Abrechnung, 100% transparent, 100% fair. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wir haben uns entschlossen, ausschließlich den Fachhändler zu beliefern. Wir limitieren in Deutschland die Betriebsstätten auf 800. Wir geben Gebietsschutz, das heißt echte Exklusivität für Sie. Und wir haben eine transparente Preispolitik. Und wenn jetzt der eine oder andere von Ihnen so im Hinterkopf hat, na ja, aber das sagt doch mein Außendienst, der sagt das doch auch, das ist doch auch so ähnlich vielleicht, dann sagen wir, bei uns ist es vertraglich zugesichert. Vielen Dank, dass ich diese drei Elemente Ihnen heute hier darbieten durfte. Und ihr könnt wahrscheinlich noch die ein oder andere Stunde referieren, weil es gibt tatsächlich ganz viele Bereiche in der Optiswiss, ganz viele Produkte, ganz viele Services, die wir jetzt hier überhaupt nicht angesprochen haben. Aber ich habe versprochen, Biometrics ist unser Hauptthema. Ich habe mir auch dran, David, ich habe mich dran gehalten. Auf jeden Fall, genau. Ich wollte Ihnen unbedingt auch das Exklusivkonzept vorstellen, als innovative Neuheit in der Glasindustrie. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, dann würde ich Sie bitten, gerne auf mich, auf uns, das Vertriebsteam sitzt auch hinten, zuzukommen. Und bitte stellen Sie die Frage, ich muss Ihnen auch sagen, wir sind nicht an der Opti mit einem eigenen Optiswiss-Stand. Wir wären im Januar gewesen, das wäre für uns ein großer Kickoff gewesen, wir haben uns ganz viel vorgenommen, haben uns aber jetzt durch die Verschiebung auf Mai entschieden, jetzt den Kickoff im Januar des nächsten Jahres zu starten. Und somit bitte, also Sie finden uns nicht am Messestand, sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben, das würde mich ganz besonders freuen. Und vielen Dank.